Artikelnummer SCP-898. Objektklasse Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. Informationen über die Kreierung und Anwendung von SCP-898 sind nur Mitarbeitern der Foundation mit Freigabestufe 3 oder höher zugänglich. Experimente mit SCP-898 dürfen nur mit Zustimmung einer Mehrheit des Aufsehergremiums durchgeführt werden. Beschreibung: Bei SCP-898 handelt es sich um eine mimetische Erkrankung, welche speziell von Forschern der Foundation entwickelt wurde, um als Abwehrmechanismus gegen andere mimetische oder bewusstseinsverändernde Angriffe zu dienen. Diese Entwicklung wurde 1992 im Rahmen der Operation Azure Skies durchgeführt. Das Ziel von Azure Skies war es, eine Vielzahl von Geräten zu entwickeln, welche das Personal der Foundation vor übernatürlichen Bedrohungen schützen sollte, gegen die herkömmliche Technologien nicht ankamen. SCP-898 selbst wurde im Laufe von 3 Jahren intensiver Untersuchungen und Experimenten entwickelt, wobei Informationen, die aus den Analysen bereits bekannter mimetischer SCPs gewonnen worden waren, herangezogen wurden, um das Gestalt-Forschungs- und Entwicklungsprogramm voranzutreiben. Projekt SCP-898 wurde bis zur offiziellen Einstellung am 22. Dezember 1995 von Dr. Grinko betreut. Das Ergebnis, zu dem Dr. Grinko und sein Team kamen, war, dass, da jeder mimetische Zwang per Definition die Inspiration einer Idee im Kopf des Ziels beinhaltet, die offensichtlichste Verteidigung darin besteht, eine andere Inspiration zu erzeugen, vorzugsweise eine, die einen stärkeren Zwang erzeugt und damit in der Lage ist, das erste Mem zu überschreiben. Zu diesem Zweck schlug Grinko vor, dass ein einfacher, biologisch getriggerter Katalysator die Lösung sein könnte. Gemäß der von ihm entwickelten Theorie sollte bei einem Subjekt, welches bereits mit SCP-898 infiziert ist und welches Opfer einer mimetischen Invasion wird, von SCP-898 eine automatische Stimulierung des sympathischen Ganglion erfolgen, welche dazu führen würde, dass das System des Subjektes mit Adrenalin geflutet wird, um eine Kampf- oder Fluchtreaktion zu provozieren. Das Subjekt würde daraufhin das eindringende Mem entweder durch die Einleitung eines Angriffs oder durch Flucht aus der effektiven Reichweite des Mems ausblenden. Das Verfahren zum Erkennen von eindringenden Memen dreht sich um das Verfolgen plötzlicher Veränderungen im limbischen System des Subjektes. Ein häufiger Trend, den Grinko und sein Team bei den der Foundation bekannten memetischen Viren beobachtet hatten, war, dass fast alle von ihnen eine ungewöhnlich hohe Aktivität im orbitofrontalen Kortex stimulierten. Und so wurde SCP-898 als Reaktion auf diese Stimulation entwickelt oder wenn das Subjekt bewusst auf einen mimetischen Angriff aufmerksam gemacht wird, was häufig in Folge auch die orbitofrontale Kortexaktivität auslösen würde. Um sicherzustellen, dass SCP-898 einen angemessenen Schutz vor allen Arten von Memen bietet, entschied sich Grinko dafür, den Kern seines Gegenmemes um alle 5 Sinne herum aufzubauen. SCP-898 würde bei seiner Fertigstellung auditorische, visuelle, olfaktorische, taktile und geschmacksbasierte Elemente beinhalten. Auditorische Komponenten. Daten gelöscht. Visuelle Komponenten. Daten gelöscht. Olfaktorische Komponenten. Daten gelöscht. Taktile Komponenten. Daten gelöscht. Geschmackskomponenten. Daten gelöscht. Zusammenfassung des Mem-Erstellungsprozesses. Daten. Nachtrag 17. Januar 1995. Nach Abschluss der Erstellung muss ein Klasse A-Anästhetikum verabreicht werden, um eine Autoaktivierung, Dauerschleifen und damit zusammenhängende Phänomene zu verhindern. Siehe Zwischenfallbericht 898-14 bis 898-20. Dr. Grinko. Weitere Informationen finden Sie in den Dokumenten. Daten gelöscht. Zwischenfallsbericht 898-14. Am 22. September 1994 wurde der erste vollständige Entwurf von SCP-898 30 D-Klasse-Mitarbeitern verabreicht, die daraufhin in Sicherheitskammer Nummer 34 in Standort 12 eingeschlossen wurden. Ein im Raum installierter Lautsprecher begann eine Aufnahme von SCP-444 abzuspielen, nachdem sich die schalldichten Türen geschlossen hatten. 12 Subjekte versuchten, die Türen aufzubrechen, vermutlich um zu entkommen. 10 zogen sich in die Ecken des Raumes zurück, kauerten sich in ihn zusammen und bedeckten ihre Ohren, während 8 Subjekte zum Lautsprecher eilten und versuchten, diesen aus der Wand zu reißen. Nach einigen Minuten waren die letztgenannten Subjekte erfolgreich, aber sie zeigten weiterhin Anzeichen extremer Unruhe
obwohl die Übertragung aufgehört hatte. Etwa 8 Minuten später begannen die Subjekte sich gegenseitig anzugreifen. Als die Türen 30 Minuten später entriegelt wurden und die Sicherheitsteams die Kammer betraten, war die Mehrheit der Subjekte entweder tot oder in einem kritischen Zustand und die Überlebenden mussten neutralisiert werden. Zwischenfallsbericht 898-15. Am 1. Oktober 1994 wurde der zweite vollständige Entwurf von SCP-898 30 D-Klasse-Mitarbeitern verabreicht, die darauf in den Sicherheitskammern Nummer 34 in Standort 12 eingeschlossen wurden. Änderungen zum ersten Entwurf sind in Daten gelöscht aufgelistet. Wieder begann ein im Raum installierter Lautsprecher, eine Aufnahme von SCP-444 abzuspielen, nachdem die schalldichten Türen geschlossen worden waren. Die Subjekte zeigten ein sehr ähnliches Verhalten wie im Bericht 898-14 beschrieben, aber ihre Erregung schien laut Dr. Dahl, dem Techniker, der das Experiment beaufsichtigte, aufzuhören, nachdem die Wiedergabe abgeschaltet worden war. Ohne zu wissen, dass das Mikrofon im Observationsraum eingeschaltet war, sagte er laut: Ja, nun, das sieht ja so aus, als ob das Gegenmittel diesmal richtig funktioniert hätte. Einige der D-Klasse-Subjekte, die sich in der Nähe des Lautsprechers befanden, hörten dies anscheinend und begannen, Zeichen der Aufregung zu zeigen und sich untereinander zu bekämpfen oder voneinander wegzulaufen, was zu einer tumultartigen Szene führte, in die schließlich alle Subjekte verwickelt waren. Das Sicherheitsteam musste zwar mehrere der Subjekte neutralisieren, aber die anderen gaben von sich aus auf. Auszug aus der Befragung von Dr. Grinko, 13. Dezember 1995. Wie es aussieht, war das Problem, dass das Gegenmittel sich selbst das Angreifen des Wem gesehen hat. Wenn eine mit SCP-898 infizierte Person sich bewusst wird, dass sie mit SCP-898 infiziert ist, wird 898 aktiviert. Wir nennen das eine Autoaktivierung. Die erste vollständige Version der 898-Behandlung hatte auch einen unglücklichen Nebeneffekt, die Dauerschleife. 898 erkannte sich selbst bei der Aktivierung und verfiel in eine Dauerschleife, in der 898 sich ununterbrochen selbst aktivierte. Obwohl wir das Schleifenproblem in den meisten Fällen lösen konnten, konnten wir eine Schleife im Falle der Autoaktivierung nicht verhindern. Und wir haben nie eine Lösung für die Autoaktivierung gefunden. Das Beste, was wir tun konnten, war ein Workaround mit Anästhetika zu verwenden, um sicherzustellen, dass dem Foundation-Personal die Existenz von SCP-898 nicht allgemein bekannt war. Zwischenfallsbericht 898-23. Am 21. März 1995 sah Soldat Rock MEKS Beta-4-03 im Pausenraum von Standort 12 fern. Um 16.03 Uhr fing er an zu schreien, zog seine Pistole und feuerte mehrere Schüsse in den Fernseher. Er kapitulierte danach friedlich und wurde in Haft genommen. Rock konnte aber nicht erklären, warum er plötzlich diesen feindseligen Impuls dem Fernseher gegenüber gespürt hatte. Zwischenfallsbericht 898-27. Am 29. März 1995 wurde Soldatin Wall, MEKS Beta-4-05, auf eine Mission geschickt, um zusammen mit dem Rest von Beta-4 SCP wieder einzufangen. Während des Hubschrauberfluges zum Standort von SCP soll sie zuerst auf den Anführer des Einsatzkommandos das Feuer eröffnet haben und nachdem andere Mitglieder ihrer Truppe versucht hatten, sie zu überwältigen, auch auf diese. Der Kommandant wurde verwundet, überlebte aber. Wall wurde im Kampf getötet. MEKK Beta-4-01 berichtete, dass er der Truppe eine, Zitat, Motivationsrede gehalten hatte, bevor Wall ihn angriff. Auszug aus der Befragung von Dr. Grinko, 13. Dezember 1995. Beta-4 war eines von mehreren mobilen Einsatzkommandos, die wir mit SCP-898 infiziert hatten, nachdem wir davon überzeugt waren, wir hätten es soweit verfeinert, dass unerwartete Angriffe oder Panikattacken kein Problem mehr darstellen würden. Wir lagen offensichtlich falsch. Ich denke, was wir nicht berücksichtigt haben, ist, wie sehr mimetische Verbreitung der menschlichen Sprache inhärent ist. Bestimmte Schlüsselwörter oder Phrasen, die wir alle jeden Tag verwenden, repräsentieren Ideen und wecken Emotionen. Und wir nehmen diese selbstverständlich hin, weil wir nicht wissen, wie wir anders kommunizieren sollen. 898 interpretiert jedoch bestimmte natürliche Meme irgendwie als Bedrohung, auch wenn sie den Geist nicht stärker beeinflussen, als wenn ich ihnen einen Witz erzähle. Und da zwei Menschen auf der ganzen Welt nicht die genau gleiche neuronale Chemie haben, gibt es keine Möglichkeit im Voraus zu wissen, welche Art von Meme als Bedrohung für eine bestimmte Person behandelt werden.
SCP-898 Versuchsprotokoll, 3. April 1992. Subjekte D44589, infiziert mit SCP-898 Stamm 3 und D44590, nicht infiziert. Ablauf: Das erste Subjekt wurde in einen schalldichten Raum gesperrt, mit einem SCP-444-Schriftstück versorgt und gebeten, den Inhalt auf ein leeres Blatt Papier zu kopieren. Nachdem dies erledigt worden war, betrat das zweite Subjekt den Raum und das erste erklärte dem zweiten, was es gerade eben geschrieben hatte. Ergebnis: D44589 schien zunächst nicht in der Lage zu sein, den Text zu kopieren. Als Lösung ging er dazu über, den Text abzupausen. Er konnte D44590 nicht beschreiben, was er geschrieben hatte, und zeigte schließlich D44590 seine Kopie. D44590 wurde daraufhin zusammen mit D44589 isoliert. Während D44590 anfing, Symptome einer SCP-444-Infektion zu zeigen, zeigte D44589 keine Veränderung. Mit fortschreitender Symptome wurden die beiden schließlich unfähig, miteinander zu kommunizieren. Subjekte: D44591 infiziert mit SCP-898 Stamm 4 und D44592 nicht infiziert. Ablauf: Siehe vorhergehenden Versuch. Ergebnis: D44591 konnte den Text erfolgreich kopieren und D44592 vorlesen. D44591 wurde zusammen mit D44592 isoliert. Während D44592 anfing, Symptome einer SCP-444-Infektion zu zeigen, zeigte D44591 keine Veränderung. Selbst mit Fortschreiten der Symptome war noch eine begrenzte Kommunikation zwischen den beiden möglich. Auszug aus der Befragung von Dr. Gerenko, 13. Dezember 1995. Unsere früheren Versuche, ein Gegenmeme zu erstellen, spielten mit der Idee, das infizierte Subjekt dazu zu bringen, einkommende Meme zu ignorieren. Aber diese hat noch wesentlich schlimmere Nebenwirkungen als das Berserker-Serum. In den schlimmsten Fällen wurden unsere Subjekte blind und taub, unfähig, eine Sprache zu sehen, zu hören oder zu lesen oder sonstige Dinge mit starker geistiger Assoziation wahrzunehmen. Im besten Fall waren die Subjekte immer noch effektive Träger jenes Memes, das sie absorbiert hatten, selbst wenn sie nicht persönlich davon betroffen waren. Kurz gesagt, wir sind gescheitert. Wenn ich auf die letzten 3 Jahre zurückblicke, scheint es mir, als was wir wirklich getan haben, darin besteht herauszufinden, wie man viele verschiedene psychische Störungen verursacht. Ich verstehe. Und Sie denken, dass dies Grund genug ist, das Projekt aufzugeben? Ja, vielleicht nicht für immer, aber es ist mir jetzt klar, dass wir einfach nicht die Wissensbasis haben, um sehr effektive eigene Meme zu entwickeln. Vielleicht können wir das Ganze in ein paar Jahrzehnten wieder aufgreifen, wenn wir unser Wissen über Memetik und Neurologie etwas weiterentwickelt ist, aber im Moment glaube ich nicht, dass wir noch etwas Konstruktives tun können.